Hey Leute, guck mal da vorne, Ente holt sich einfach ohne mich Döner, wie unfair ist das? Hey Ente, was soll das von dir? Was geht, Mann? Ich hatte Hunger. Ich hab auch Hunger, los, du gibst mir als ein Döner aus, okay? Was, wieso? Nee, Mann. Doch, Ente, du schuldest mir den eh noch. Okay, da. Hast du mir gekauft? Dankeschön, Ente, du bist der Beste. Bitte, ich hab mir gleich 63 gekauft. So, Ente, dafür, dass du mir den Döner geholt hast, zeige ich dir heute den krassen Spielmodus ever. Jetzt echt? Oha! Ja. Da bin ich dabei. Und zwar werden wir gleich ein Baubattle machen. Das schwierigste Baubattle der ganzen Welt. So schwer haben wir das noch nie gemacht. Hä, wieso denn das? Wirst du gleich sehen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Lass hingehen. Let's go! Oh. Und wir sind da. Hä? Warum sehe ich alles von so oben? Ente, es hat funktioniert. Guck mal. Was? Oha! Wir sind einfach riesen geworden in Minecraft, siehst du das? Oder ist die Welt einfach nur geschrumpft? Nein, wir sind richtig groß geworden heute, denn wir werden gleich ein Baumittel machen. Aber wir dürfen nur den Blockbaum-Launcher benutzen. Und na, das funktioniert Alter. So. Ja? Und was bauen wir? Ich würde sagen, als allererstes bauen wir ein Haus. Aber das muss für uns groß genug sein, ne? Was? Als ob? Das muss ja riesig sein. Wie ja, soll ich das deswegen. Schaffen? Ich mache mein Haus, würde ich sagen, einfach aus Cobblestone. So, jetzt müssen wir diesen Blocklauncher hier komplett voll machen. Mit Cobblestone-Blöcken. So, jetzt können wir den am besten noch kopieren. Allerdings, wir sind im Game-Mode. Und Leute, schaut jetzt. Jetzt muss ich die ganze Zeit so bauen, weil ich bin ein Riese und anders geht's gerade nicht besser. Aber Leute, so ist das auch viel zu schwer. So haben wir noch nie ein Baumettel gemacht. Ja, Mann, echt so. Kriegst du schon irgendwie hin? Ich krieg das null gerade hin. Wirklich, das ist richtig schwer. Ja, aber ich hab die Idee, wie ich's auch ungerade hinbekomme. Ey, ohne andere Mods kein Multinet-Ente. Ja, benutze ich nicht, ich schwör's. Okay, dann hast du eine andere Idee. Okay, krass. Aber ich krieg's gerade nicht so gut hin, Leute. Ihr seht es hier, wie ich das gerade baue. Oh, ich glaube, das wird gar nicht gut. Meine Wand wird ja voll viele Löcher haben. Nein! Ja, dann musst du die halt richtig stopfen. Ja, versuche ich. Egal, dann sind das so Fenster, würde ich sagen, Leute. Aber ich glaube, das ist immer noch zu klein, das Haus. So, hier können wir dann langsam zumachen, in die Richtung hier. Und wo kommt dann die Tür hin? Müssen wir auch noch eine Tür bauen, oder was? Wie soll das funktionieren gleich hey, alles? Wie soll man denn so eine große Tür bauen? Ich weiß es nicht, Ente. Aber gerade so zu bauen, Leute, ihr seht es. Das gab's bestimmt auch so auf gar keinen YouTube-Kanal. Deswegen, Leute, wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, immer abonnieren. Auch bei Ente vorbeischauen. Ja, die besten Videos der Welt. Was geht? Aber okay, Leute, wie sieht's bis jetzt aus? Ich kann hier auf jeden Fall schon mal reingehen. Ich passe hier rein. Das ist sogar viel zu groß, würde ich schon sagen. Was jetzt echt? Wie viel hast du denn schon gebaut? Ja, ich kann hier schon die Decke hinmachen, glaube ich. Ich versuche jetzt mal die Decke zu machen. Das soll doch nicht zu tief gehen jetzt. Und voll viel geht auch daneben, Leute. Ihr seht es. Es ist voll schwer zu treffen. So, vielleicht jetzt besser. Ja, jetzt klappt's besser aus der Perspektive. Aber ich würde sagen, ich bin eigentlich schon ganz weit. Ich brauche nicht mehr lang. Ich mach das jetzt auch zu. Und dann können wir gleich schon abgeben und das andere dann angucken. Ich bin gespannt, wie du deins gemacht hast. Ja, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit dafür. Also, wie viel? Nicht mehr so lange. Ich auch nicht mehr so lange. So, Leute, hier kommt der Eingang rein. Aber man soll schon sehen, dass hier eigentlich so eine Tür ist. Deswegen muss das hier so ein bisschen hochgehen. Doch, ich glaube, ich passe hier sogar schon durch. Ja, Leute, funktioniert. Wow, aber mein Dach, finde ich, bis jetzt ist schon richtig gut geworden. Richtig zu. Hier wird es nicht so viel reinregeln. Kriegst du dein Dach hin, Ente? Ah, nicht so wirklich. Nur meine Wände finde ich nicht so gut, aber mein Dach ist bis jetzt voll okay. So, jetzt schauen wir uns das nochmal so an. Und wir können hier reingehen. Nice. Hier ist die Decke. So, die Wände. Oh, die Wände sind doch viel zu schlecht. Ich versuche das auch nochmal hier ganz kurz zuzumachen. Aber dann bin ich endlich fertig. Also. Yeah. So, Ente, du kannst schon rüberkommen. Okay, ich komme. Ich schaue mein Haus hier gerade noch gerade an. Ich finde das eigentlich voll okay. Wow, hey, das wird ja wirklich der Form. Ja, Mann. Hier ist der Eingang. Hier kommt man rein. Und in der Base hat man zwar noch nichts, aber wir können doch gleich ein Bett oder so bauen. Oder was uns doch einfällt. Aber das ist mein Haus. Ja, aber da fehlt noch eine Decke. Nein, da ist eine Decke. Guck doch. Ja, aber da regnet es doch durch. Nein, nicht überall. Das klappt schon, Ente. Dann zeig mir mal deins. Oh, Mann. Das ist nicht so gut, Bro. Du hast gesagt, du hast eine gute Idee. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das denn? Ich wollte ein Baumhaus bauen, aber jetzt ist der Baumhaus
außer Kontrolle geraten, jetzt kommt man hier rein. Du kommst auf was gar nicht rein, du knallst doch die ganze Zeit deinen Kopf gegen die Decke. Ja, stimmt, aber guck mal, hier hat man Platz ein bisschen. Ja, du hast doch kaum Platz, schau das doch an. Okay, das stimmt, ja. Du kannst dich dann kaum bewegen, also du musst dann gleich ein bisschen wieder frei machen oder so. Ja, aber so geht das voll schwierig. Ist so. Okay, lass mal versuchen, als nächstes ein Bett zu bauen. Das baue ich direkt in mein Haus rein. Ein Bett? Was? Ja. Da weiß ich schon, welche Blöcke ich nehme. Einmal von denen ganz viele. So, das müssen wir jetzt wieder komplett voll machen. Und dann brauchen wir erstmal die vier Füße. Oh, oh, die sind schon viel zu groß. Leute, was mache ich hier schon wieder? Ja, was treibst du einfach? Und die sind schon viel zu hoch, oder? Nee, ich glaube, das geht sogar noch. Hier kommt noch ein Fuß hin. So. Leute, diesmal werde ich zu 100% gewinnen. Ich hoffe, dass ich gewinne. Niemals. So, und hier noch ein Fuß hin. So. So, und hier noch den letzten Fuß. So. Du bist schon fast fertig, nein, das kann nicht sein. Ja, aber es sieht nicht so gut aus. So, jetzt brauche ich ganz viel von dem hier erstmal. Doch, eins wird schon gut aussehen, ich bin mir sicher. Oh, Leute, ich habe mir einmal daneben gemacht. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht so ungemütlich aus. Als ob, würdest du dich da nicht hinlegen? Nee, Mann, als ob. Oh, bei mir wird es, glaube ich, auch nicht so gut. Nein, ich muss irgendwie besser hinkriegen, Leute. Seht ihr das? Ich schaffe fast gar nicht mit dem Blocklauncher. Ja, das ist ja genau heute eben die Challenge. So, mal gucken, wie sieht das bis jetzt aus? Ich glaube, wir müssen hier noch viel rausholen. Und jetzt brauchen wir noch ganz viel von dem Block. Machen das hier komplett voll. Und dann bin ich gleich schon fertig, Ente. Oha! Warte, jetzt hier noch die weiße Wolle fast fertig. Weil hier ist mein Kissen und alles. Und gleich gucke ich mir das auch mal von der Seite an und alles. Ich muss gucken, wie gut das aussieht oder wie schlecht. So, oh Mann, zack. Ich bin, glaube ich, fertig. Nein, wie sieht das aus, Leute? Oh, oh. Ja, aber es sieht auch so komisch aus. Das musst du von oben anschauen, da geht's. Dann komm erst zu mir hier. Wie findest du meins, Ente? Boah, das geht doch nicht. Hey, das sieht echt gut aus. Ja, findest du? Ja, wie du mal meins findest, das sieht jetzt perfekt aus. Oh, oh, dann will ich mal jetzt deins sehen. Ich bin gespannt. Oh, ich glaube, das willst du nicht. So, und let's go. Wo ist dein Bett denn? Oh nein, wie riesig ist das? Was hast du hier gebaut? Ja, keine Ahnung, ey. Das ist so groß, das ist gar nicht so. Aber wie groß wir sind, das ist ein Doppelbett. Ja, das ist viel zu groß. Und die Füße hast du aber auch, oder? Ja, so halb. Ja, aber das Problem ist, es geht zu weit nach oben. Ich glaube, schlafen kann man da nicht gut drin. Ja, es sieht schon komisch aus. Egal, Leute, ihr könnt schreiben, wer den Punkt kriegt. So, und ich habe noch eine letzte Idee, die wir machen könnten. Welche? Und zwar bauen wir jetzt ein riesen Diamantschwert. Wow, was? Oha! Ich muss schon mal abgucken, wie das hier funktioniert, welche Farbe ich alles brauche. Den Block werde ich brauchen, ganz viel von. Dann noch ein bisschen dunkleres Blau. Und let's go, ich glaube, ich kann anfangen. Ja, ich fange auch schon an. So, die Wolle wieder raus hier und jetzt erstmal Diablöcke rein. Und ich würde sagen, ich mache erstmal den Hauptteil. So, und zwar jetzt einfach nur in die Richtung hier gehen. Was darf nicht zu hoch gehen, wie bei dir eben. Ich hoffe, das bleibt auf dem Boden alles. Mir hat es wieder nicht geklappt. Hörte, dann klick langsamer. So, Leute, ich glaube, das könnte was werden. Weil du musst das Schwert auch in die Hand nehmen können, Ente. Hä, so? Ja. Und jetzt, Leute, nein, verklickt. Jetzt machen wir diesen Block hier alles rein. Und jetzt bin ich gespannt, wie wird das aussehen. Oh, 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 ich glaube gar nicht gut. Leute, wir kriegen das schon hin. Wir werden das schon hinkriegen irgendwie. Und jetzt hier noch außenrum. Aber komplett einmal hier eine Runde wirklich machen. So, wir sind jetzt schon oben. Jetzt hier die Seite runter. Heute, ich werde gar nicht so lange brauchen. Und ich glaube, das wird gar nicht so schlecht aussehen. Ja, ich bin fertig. Du bist schon fertig. Oha, was? Ich gleich, glaube ich, auch. Jetzt müssen wir noch hier lang gehen, in die Richtung. Weil das ist ja bei jedem Schwert so. Oh, ich glaube, das könnte wirklich so gut werden. Schaut euch das an, Leute. Vielleicht hier noch ein bisschen länger. Und dann sieht es, glaube ich, besser aus. So, und jetzt brauchen wir noch Holz. Und das Holz machen wir dann hier hin. Und das ist ja hier auch beim Diaschwert so. Und Ente, ich bin, glaube ich, fertig. Ich bin so gespannt, wie dein Schwert aussehen wird. Ich hoffe, meins ist gut geworden. Komm rüber. Ich fahr rüber. Schau dir mein Schwert an. Wie findest du das? Oh, ist ganz okay. Wie? Du sagst ganz okay? Ja. Wie? Wirklich? Findest du das wirklich so ganz okay, oder was? Ja, ganz okay. Meins sieht auch nicht besser aus. Dein sieht nicht besser aus. Dein sieht bestimmt besser aus, wenn du schon ganz okay sagst. Wo ist denn dein Schwert? Das sieht echt nicht besser aussehen. Hä? Ente. Komm von oben, du musst da oben gucken. Du hast mein Schwert voll schlecht geredet. Oha, aber was ist das für ein Schwert? Das ist kein normales Diaschwert. Du hast so ein langes Diaschwert genommen. Ja, wie heißt das? Genau.
hier so eins Diamonds Greatsword, so eins hast du genommen, was ich gerade in der Hand halte. Ja, Mann. So, Leute, jetzt seht ihr das doch mal. So sieht das hier aus und so hat das Ente gebaut, ja? Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe gesagt, normales Tier-Schwertente. Ach so, da habe ich nicht aufgepasst, sorry. Oh, egal, Leute. Lasst Like da, lasst Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut mal vorbei. Und dann würde ich sagen, tschüss. Ja.